Der Duisburger Lockport. Da wo sonst riesige Mengen an Gütern umgeschlagen werden, fand am Samstag zum ersten Mal das Duisburg Lockport Charity Event statt. Organisiert von den V8 Amigos, einer Interessengemeinschaft von amerikanischen V8 Autoliebhabern und den Besitzern des Trucker Cafés Manus Treff. Ganz wichtig, das Wetter spielte mit. So wurde es dann auch ein perfekter Tag. Mehr als 2000 Besucher, über 500 Autos und mehr als 300 Motorräder sorgten dafür, dass wirklich für jeden etwas dabei war. Aha, da kommt gerade mein Kamerawagen. Raus! Es wurde richtig voll und auch an die Kleinen hatte man gedacht. Kinderschminken, Hüpfburg und Feuerwehr sorgten bei denen für Abwechslung. Händlerstände, Live-Musik und eine Tanzvorführung gehörten ebenfalls zum Tagesprogramm. Langeweile kam nie auf. Dass Auto- und Motorradfans hier auf ihre Kosten kamen, muss eigentlich nicht erwähnt werden. Für viele war es aber auch wichtig, alte Freunde und Bekannte wiederzutreffen. Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen. Bei diesem Video habe ich die Kamera nicht wie sonst üblich
fast nur auf die Fahrzeuge gerichtet, sondern vermehrt auf die Besucher. Einfach um zu zeigen, wie voll es war und wie viele Leute für einen wirklich guten Zweck hierher gekommen sind. Ich denke, es war für alle Gäste ein toller Tag und auch ein anstrengender Tag für die V8 Amigos und ihre Helfer. Hut ab für dieses Engagement. Frank Markowski hat mir mitgeteilt, dass auch ein guter Spendenbetrag zusammengekommen ist. Und gerade eben hat er mir mitgeteilt, dass es im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben wird. Voraussichtlicher Termin ist der Samstag nach dem Vatertag. Das wäre dann der 16. Mai 2015. Ein Termin, den man sich vormerken sollte. Und damit sage ich für heute erstmal Tschüss, bis demnächst.